Letzte Woche hatten wir den Foto- und Serienbildmodus der Samsung NX1 im Test. Heute nochmal ein extra Video nur zum Videomodus, gerade weil halt 4K und ganz viele kleine Sachen reingekommen sind, die aber super interessant und super wichtig sind. Ob die Kamera genauso überzeugen kann wie im Fotomodus, das erfahrt ihr jetzt. Fangen wir erstmal mit dem positiven Teil an, und das ist natürlich die Bildqualität, die die Samsung NX1 auch im Videomodus liefert. Ein 4K-Bild und dazu noch wirklich ein sehr, sehr schickes. Obwohl man hier differenzieren muss, ich rede ganz speziell vom UHD-Bild, also 3840x2160 Pixel. Die Samsung NX1 bietet aber auch noch echtes 4K, das heißt knapp über 4000 Pixel mal 2160. Ihr habt also seitlich einfach links und rechts noch ein bisschen Platz. Was an und für sich erstmal nicht sinnvoll klingt, denn die Fernseher haben ja alle auch nur UHD-Auflösung. Aber einfach für Leute, die Videos schneiden, ist es eigentlich mal ganz schön, dass man noch so ein bisschen Platz zum Spielen hat, um den Bildausschnitt ja einfach ein bisschen besser bestimmen zu können, hat die Kamera auch. In der aktuellen Firmware ist das 4K-Bild im Gegensatz zum UHD-Bild wirklich noch eine ganze Menge softer. Das soll sich aber mit der nächsten Firmware-Version verbessern. Wo wir wieder beim guten Punkt wären, Firmware-Version, wir testen aktuell noch mit der Version 1.1. Die Version 1.2 soll noch viele Verbesserungen bringen, auch in Sachen Bildqualität 4K, auch in Sachen Bedienung einfach noch ein paar bessere Sachen reinbringen, war aber zum Testzeitpunkt leider noch nicht verfügbar. Aber wie gesagt, die Bildqualität, gerade 4K, ist wirklich ausgezeichnet. Auch das Full-HD-Bild ist wirklich absolut scharf. Ihr habt sehr, sehr wenig Flimmern mit drin in der Kamera. Man muss sich erstmal wieder ein bisschen einfinden, wie man die einstellt. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen beim ersten Video, was ich damit aufgenommen habe. Da war der Ton noch ein bisschen übersteuert und noch ein paar andere Sachen nicht ganz optimal. Aber wenn man sich dann wirklich erstmal eingefuchst hat in die Kamera, ist sie von der Bildqualität echt überragend. Ihr könnt auch den Kontrast zum Beispiel sehr weit runterstellen, auch ein bisschen mit Farbprofilen arbeiten oder Bildprofilen vielmehr. Könnt also in etwa das Bild erzielen, was man bei der Sony Alpha 7S mit diesen S-Log2 Gammern etwa rausholen kann. Also ein sehr, sehr kontrastreduziertes, mit aber wiederum sehr, sehr guten Dynamikumfang. Nennt sich hier Smart Range Plus, genau, um genau zu sein, der einfach auch da noch ein bisschen mehr Dynamikumfang rausholen soll. Problem an Smart Range Plus hatte ich zumindest in der aktuellen Firmware. Ihr habt teilweise, ja, es flackert sozusagen in Sachen Helligkeit. Also es wird ab und zu mal wirklich ganz, ganz kurz heller, dann wieder dunkler. Ihr habt auch ein bisschen Banding drin. Also der Modus funktioniert zumindest in der aktuellen Firmware-Version noch nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, wirklich schickes, scharfes Bild, da kann man auf jeden Fall erstmal nicht meckern. Kommen wir nun aber zu einem meiner absoluten Lieblingswörter, und das nennt sich Aber. Die Kamera hat auch in Sachen Videomodus ziemlich viele Nachteile, und wir fangen einfach mal mit der Bedienung an, denn es gibt noch einige mehr. Bedienung. Was ist zum Beispiel richtig schiefgelaufen bei der Kamera? Fokushilfen. Habt ihr zum Beispiel drin, sehr, sehr schicke, einfach wenn ihr im Fotomodus drin seid, sobald ihr zum Beispiel in diesen Video-Standby nennt, der sich geht, habt ihr so ziemlich gar nichts mehr, was ihr mit der Kamera machen könnt. Ihr könnt nicht mehr in Menüs reingehen, könnt gerade noch ein bisschen die Belichtung ändern und seht dann halt auch schon die Audiometer dran. Das war's. Ihr habt zum Beispiel hier keine manuellen Fokushilfen mehr drin. Das ist also ziemlich schlecht. Auch ein Histogramm könnt ihr euch in dem Modus hier nicht einblenden lassen. Das ist komplett Blödsinn eigentlich, sowas hier reinzubauen. Auch wenn ihr dann selbst im Fotomodus drin seid, um den oder den Fokuspunkt manuell einzustellen, ist das erstmal natürlich ganz nett, das Problem da. Ihr habt auch da eine manuelle Fokushilfe, könnt die aber nicht verschieben. Die ist einfach immer fest in der Bildmitte. Und angenommen, jetzt habt ihr zum Beispiel einfach gewöhnliche Ein-Drittel-, Zwei-Drittel-Regel, jemand irgendwo außen dran, muss der sich vielleicht in die Mitte reinbewegen, ihr müsst die Kamera rüberschwenken, irgendwas, aber ihr könnt auch dafür die Fokushilfe nicht nehmen. Also in Sachen Bedienung wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo ich sagen muss, das muss eigentlich auch ein Ingenieur sehen, dass es nicht klappt, oder ich drücke es einmal kurz einen Film an der Hand und der sagt, okay, pass mal auf, das geht halt so nicht. Was zum Beispiel auch nicht geht, egal ob Autofokus oder manuell Fokus eingestellt ist, sobald ihr zum Beispiel die Speicherkarte wechselt oder die Kamera in den Standby geht, auch nur ganz kurz, ist der Fokus wieder auf und endlich gestellt. Ihr müsst also immer wieder neu fokussieren und beim Dreh auch immer drauf achten. Gerade wenn man jetzt wirklich mal hektische Situationen hat, das Display geht nur kurz aus, ist der Fokus sofort wieder auf und endlich. Die Aufnahme danach wäre komplett für einen Arsch einfach mal. Also das ist wirklich ganz, ganz blöd gemacht von Samsung in Sachen Bedienung. Wirklich ganz viele Sachen, die nicht funktionieren, und auch der Akkuverbrauch ist unglaublich hoch. Ich habe einmal knapp 1,5 Stunden nahezu ohne Unterbrechen gefilmt, also immer mal 2 Minuten aus zwischendurch, dann wieder weitergearbeitet. Und die Kamera hat währenddessen, obwohl sie parallel noch geladen wurde, knappe 25% Akku verloren. Also auch der Akkuverbrauch ist unglaublich hoch. Und wenn ihr jetzt wirklich nur mit dem Akku drin filmt, hält er vielleicht halbe, dreiviertel Stunde. Das war es dann aber in etwa auch. Also auch da muss Samsung noch massiv nacharbeiten.
Leider lässt sich diese Liste noch ein bisschen fortsetzen, denn Samsung war an einem Punkt auch etwas, ja, man könnte sagen, zu fortschrittlich. Denn sie haben eine sehr, sehr schicke Videokompression eingebaut, nennt sich H265 oder HEVC, also der Nachfolger vom MPEG 4, was ihr aus den letzten knapp 10 Jahren kennt, von der Blu-ray und von so ziemlich jeder anderen Kamera. Vorteil, sie kann wirklich ein gestochen scharfes 4K-Bild ohne irgendwelche Kompressionsartefakte oder mit sehr, sehr, sehr wenig, mit gerade mal 80 Mbits abspeichern, also nicht mehr als zum Beispiel eine EOS 5D Mark III oder Canon EOS 70D zum Abspeichern nutzt. Was natürlich erstmal schön klingt, ihr reduziert richtig, richtig stark den Platz auf der Festplatte und auf der Speicherkarte. Nachteil, es kann aktuell kein einziges Videoschnittprogramm damit umgehen, ihr könnt es also nicht mal importieren. Was ziemlich dumm ist, denn ihr könnt die Videos so einfach überhaupt nicht schneiden. Also ein riesengroßer Nachteil, ihr müsst die Videos erst umkodieren. Entweder in das gute alte MPEG 4, was mit Kompressionsartefakten meistens einhergeht, oder so eine unkomprimierten Formate wie Apple ProRes zum Beispiel oder eben AVI Uncompressed, die dann aber wesentlich größer sind. Also ihr braucht dann doch wieder mehr Platz, zumindest temporär für den Videoschnitt. Und die Umkodierung dauert auch noch lange. Samsung bietet ein eigenes Tool an zum Umkodieren. Das ist gleich noch sehr, sehr schlecht programmiert, nutzt maximal 2 CPU-Kerne aus. Das heißt, für eine Stunde Videomaterial könnt ihr so zwischen 8 und 16 Stunden, je nachdem, wie schnell euer Rechner oder Notebook ist, einrechnen zum Umkodieren. Das ist in der Praxis nicht wirklich irgendwie gut machbar. Es gibt dann noch freie Software teilweise, die kann dann meistens damit noch nicht umgehen mit dem Videoformat. Oder es gibt kostenpflichtige Software für 60 Euro, die dann auch schneller das Ganze umrechnen kann. Das sollte aber auch nicht das Ziel sein. Ich habe bisher eine Gratis-Software gefunden. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich frei von Viren ist. Deswegen verlinke ich sie erstmal nicht. Die kann es schneller umwandeln im ersten Test, was ich mal gemacht habe. Aber wie gesagt, der Scanner hat sich gemeldet, nur beim Deinstallationsprogramm. Aber ich gucke es mir lieber nochmal sicherheitshalber an. Das will ich deswegen jetzt erstmal nicht verlinken. Also wirklich sehr nett gemeint von Samsung, was einzubauen. Bei der NX2 oder wie der Nachfolger auch immer heißen wird, wäre es eine coole Idee gewesen, so in 2-3 Jahren, da wäre die Videoschnittsoftware dann auch auf dem Stand. Aktuell ist es aber so einfach im normalen Workflow überhaupt nicht nutzbar, gerade unterwegs auf dem Notebook schneiden. Das geht mit der Samsung NX1 praktisch überhaupt nicht. Der Videomodus der Samsung NX1, ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite die wirklich sehr, sehr gute Bildqualität, schicke Profile, die ihr rauflegen könnt, also da eigentlich wirklich nicht zu meckern, aber in Sachen Bedienung, H265 Codec, wirklich sehr, sehr viele Dinge falsch gemacht, die man einfach nicht falsch machen muss. Und bei einigen Sachen befürchte ich auch, dass es per Firmware nicht wirklich zu fixen ist, wie eben zum Beispiel H265 ausschließlich als Videocodec drin zu haben. Auch noch ein kleiner Nachteil an der Kamera, sie kann nur komprimiertes Audiomaterial aufnehmen, also dieses AAC Low Compression, also MPEG 4 Audio, wenn man so möchte. Ihr habt kein unkomprimiertes Audiomaterial mit bei, was auch für die Post-Production nicht optimal ist, gerade wenn ihr noch mit Equalizern arbeiten wollt, Declipping oder sowas, ein bisschen den Ton retten. Auch das alles ziemlich blöd. Also der Videomodus der Samsung NX1. Leider, leider, leider von Samsung selbst ein bisschen verhunzt, hätte Riesenpotenzial gehabt, die neue Blogger-Kamera oder YouTuber-Kamera zu werden, gerade durch den 4K-Modus. Aber da wirklich einfach ein bisschen Mist gebaut, kann man leider nicht anders sagen. Wenn ihr noch ein bisschen Videomaterial sehen wollt, auf jeden Fall noch mal reinschauen. Hier zum Beispiel zum JPhone 2 gefilmt mit der Samsung NX1 und auch ein Video von meinem Zweitkanal, den ich jetzt wieder belebe, auch da noch mal, auch mit Video-Autofokus. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen reinschauen, wie der funktioniert, der pumpt aktuell auch ein bisschen, das soll aber mit der Firmware zumindest noch gefixt werden, dass man da noch ein bisschen mehr einstellen kann. Also hat auch in beide Videos gerne mal reinschauen und auch sonst wieder gerne einen Daumen nach oben für das Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin.